Willkommen zurück zu Star Smoothie im Jahr 2019. Heute beschäftigen wir uns mit dem Lieblingsgericht von Charles Tucker III., gebratener Catfish. Gerade wenn es um die amerikanische Küche geht, müssen wir ab und zu improvisieren, da wir nicht alle Zutaten haben. Wir schauen uns mal das Gericht an. Catfish ist ein welsartiger Fisch. Ich habe für meine Variante nehme ich den normalen Wels. Wenn ihr den amerikanischen Catfish irgendwo bekommt, sei es tiefgefroren oder halt frisch, frisch ist natürlich immer vorzuziehen, dann nehmt den. Ihr könnt aber auch jede andere Welsart nehmen oder den Fisch, den ihr mögt. Ihr könnt grundsätzlich die Panade, die wir später dafür vorbereiten, könnt ihr in jeder Hinsicht machen. Dann haben wir dort das Grüne, das sind sogenannte Collard Greens. Das ist ein Marktstammkohl, nennt er sich in Deutschland. Gehört zur Oberfamilie der Kohlsorten. Ihr könnt dafür viele verschiedene Kohlsorten nehmen. Ich nehme in meinem Fall Mangold. Das ist eine kultivierte Pflanze, ähnlich dem Spinat. Sehr lecker und macht sich hervorragend. Grünkohl ist artverwandt. Wenn ihr natürlich aus dem Norden der Republik seid, nehmt Grünkohl. Das Rezept ist im Prinzip genau das gleiche. Und zu guter Letzt haben wir dann dort noch einen Reis mit Bohnen. Und dann haben wir noch Maisbrot oder Cornbread oder wie Commander Riker es nannte, Maisklößchen. Naja, nicht unbedingt gerade das Beste. Viele Leute fragen mich, Tim, sag mal, wie bereitest du das eigentlich alles vor? Wie viel Zeit nimmt das alles in Anspruch? Gute Frage. Als erstes kommt es zum Mise en place. Mise en place ist ein Begriff aus der Kochsprache, so viel wie alles an seinem Platz übersetzt. Das heißt, es ist die ganze Vorbereitungsarbeit, die Schnibbelarbeit, dass ihr alles immer davor habt, dass ihr immer alles zur Hand habt, wenn ihr es gerade braucht und nicht, hey, jetzt mache ich die Zwiebeln, oh, ich muss ja den Speck schneiden und dann schnell zum Dings, jetzt wird der Speck ja Zwiebeln verbrannt. Super, brauchen wir auch nicht. Deswegen immer alles vorbereiten, deswegen zeige ich euch meistens auch immer, wie man das so macht. Zum Beispiel, wenn wir Fonds oder Soßen zubereiten, wie zum Beispiel bei der Plombecksuppe, die muss ja einige Stunden lang ziehen. Was wir da machen in der Zeit, wo die zieht, da können wir alles vorbereiten, dass alles zeitgleich auf den Tisch kommt. Damit spart ihr euch im Endeffekt auch sehr viel Zeit, wenn ihr mal selbst größere Sachen zubereitet. Ich rate euch mal, probiert's aus. Wenn ihr die Knochen beim Kassler noch nicht entfernt habt, dann macht ihr das einfach, indem ihr hier tastet lang, wo läuft der Knochen lang, und dann einfach mit eurem Messer ganz grob einfach rum. Zack. Und die Scheibe hier in dicke, schöne Streifen schneiden. Und das war's auch schon. Wenn das Fett heiß genug ist, dann fangt ihr an, die Knochen hinzuzugeben und bräunt sie alle leicht an. Beim ersten Mal wenden, wenn ihr schon seht, da ist eine leichte Farbe dran. Diese hinzugeben. Ihr wollt Geschmack daran haben. Ihr wollt diese Farbe, denn das ist das, was später ein schönes Aroma dazu gibt und auch eine sehr intensive Brühe macht. Und sobald das Ganze anfängt zu karamellisieren, die Zwiebeln, geben wir auch den Rest des Fleisches hinzu. Mixen das einmal alles gut durch. Lassen das so 1-2 Minuten, dass das Fleisch auch eine leichte Farbe bekommt. Und dann geben wir ca. 400 ml Wasser hinzu. Dann wird die Hitze reduziert und wir lassen das bei kleiner Temperatur 2 Stunden lang simmern. So, hier habe ich meinen Mangold, den habe ich auseinander schon gezupft und auch schon gewaschen. Was wir jetzt tun, Blätter auf und dann schneiden
schneiden wir den Stamm raus. So, wenn wir die Blätter soweit alle haben, rollen wir die auf. Und dann einfach in Streifen schneiden. So, und das geben wir jetzt in den Topf zu unserem Fleisch. Das zieht dann dort nochmal so circa 15 bis 20 Minuten. Das ist euch selbst überlassen, je nachdem, wie ihr die Farbe mögt, etc. So, dann der Teig für das Kornbrot oder für das Maisbrot. Da haben wir hier eine Mischung aus 300 Gramm Maismehl, 100 Gramm normalem Weizenmehl. Ihr könnt natürlich auch Alternativen nehmen, Dinkelmehl, wie euch beliebt. 3 kleine Eier und Buttermilch, 100 Milliliter. Wichtig dabei ist, die Eier und die Buttermilch sollen auf Raumtemperatur sein. Nicht im Bild. Gesalzene Butter, die machen wir nämlich gerade auf dem Ofen schön flüssig. Okay, macht eine kleine Mulde in eure Mehlmischung. Und dann anfangen zu rühren. Ganz langsam die Masse einfließen lassen. So. Dann richtig schön rühren und rühren und rühren. Einen richtig schön festen Teig habt. Und dort gießt ihr jetzt langsam die flüssige Butter rein. Das sind circa... Na, circa 80 Gramm und auch wieder rühren. Ihr könnt natürlich auch die mechanische Variante nehmen. Ich bevorzuge hier mal, auch dass ihr es mal gesehen habt, die Variante mit dem Schneebesen. Die Amerikaner verwenden sehr häufig gusseiserne Pfannen. Da ich gerade keine dafür habe und die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht, nehmen wir hierfür eine ganz normale Glasform, eine Auflaufform, hat man eigentlich in jedem Haushalt vorrätig. Die haben wir jetzt mit der gesalzenen Butter eingerieben. Und damit das jetzt nicht kleben bleibt, machen wir noch ein bisschen Maismehl zusätzlich rein. So, das sollte reichen. Schütteln das Ganze. Das gibt nämlich beim Backen später eine kleine Schutzschicht sozusagen und verhindert, dass das alles anbrennt. So, wenn ihr das Maisbrot in eurer Auflaufform habt oder in eurer Backform oder worin ihr es auch immer macht, einmal schön gleichmäßig verstreichen und dann geht das Ganze für 20 Minuten bei 200 Grad in den vorgeheizten Backofen. So, das fertige Kornbrot, richtig schön goldgebräunt. Stichprobe habe ich gemacht, wie ihr sehen könnt, der Teig ist innen gefestigt. Zeit zum Anschneiden. Dann haben wir schon mal ca. 200 Gramm Reis und 300 Milliliter Wasser zusammen mit den schwarzen Bohnen und ein bisschen Chilisauce, worin diese schwarzen Bohnen eingelegt waren, zusammen in einen Topf getan. Das Geheimnis hinter dem guten Reis ist nämlich, wenn ihr 200 Gramm Reis nehmt, nehmt ihr 1,5 mal so viel Wasser, also 300 Milliliter, 400, 600, etc., etc., so geht es immer weiter. Dauert dann ca. 8 bis 10 Minuten, nachdem das Wasser anfängt zu kochen. So, wir warten jetzt, dass es anfängt zu kochen.
So, das Wasser fängt so langsam an zu köcheln. Heißt für uns, Deckel drauf, 8 bis 10 Minuten warten, das kommt auf euren Ofen an. So, 8 Minuten sind rum. Wonderful, richtig schön fluffiger Reis. Kann also zur Seite gestellt werden, der ist fertig. Kleiner Test. Er hat ein bisschen Farbe bekommen, so muss er aussehen. Delicious. Den Fisch habe ich in Buttermilch eingelegt, also kein Ei oder sonst irgendwas. Nur Buttermilch, ein bisschen Cayennepfeffer, bisschen Knoblauchpulver. Und das habe ich dann für circa eine Stunde in den Kühlschrank gestellt. Und hier habe ich eine Mixtur aus Maismehl, normalem Mehl, Cayennepfeffer, ein bisschen Salz, Pfeffer und das war es auch schon. Wie ihr schon merkt, ja, die Louisiana-Küche oder die Südstaaten-Küche, da wird sehr viel Wert auf Cayennepfeffer gelegt. Aber erinnern wir uns an Captain Sisko, beziehungsweise an Joseph Sisko, seinen Vater, der gesagt hat, er hat seine Frau aus der Küche verbannt, weil sie zu wenig Cayennepfeffer ins Gumbo getan hat. So, den Fisch heben wir jetzt einfach mal raus. Lassen ihn ein bisschen abtropfen. Und dann rein in unsere Mehlmischung. Der Fisch muss richtig schön Teig drauf haben, keine freien Flächen. Wir wollen ihn immer ein bisschen knusprig haben und nicht zu trocken. Richtig schön reinmassieren das Zeug. Auch ein bisschen zudrücken, der verkraftet das. Wels ist ein sehr fester Fisch, sehr fetter Fisch auch. Eignet sich daher perfekt zum Braten, zum Frittieren, zum Grillen. Das Schöne an Wels ist ja, der ist fast grätenfrei. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr euch da irgendwie verschluckt oder sonst irgendwas. Und dann braten wir dieses schöne Welsfilet. Circa 3 bis 5 Minuten von jeder Seite an. So, auf beiden Seiten ist unser Wels jetzt schön braun. Goldbraun, so muss er sein. Und jetzt lassen wir ihn noch mal kurz auf Küchenkrepp, so ein paar Minuten, dass er das Fett verliert. Und da haben wir es. Gebratener Catfish mit Reis, Cornbread und Collard Greens. Das Lieblingsgericht von Charles Tucker III. Auf der NX-01 Enterprise. Also dann, probieren wir's. Fangen wir gleich mal mit dem Star des Gerichtes an, mit dem Catfish. Als erstes ein bisschen Zitrone drüber. Butterzart der Fisch. Ui. Panade hat einen wunderbar kleinen würzigen Kick. Nicht zu scharf, nicht zu mild. Genau richtig. Der Fisch ist richtig schön zart geblieben. Ist feucht geblieben. Ja. Panade schön knusprig. So, und der Reis. Ja. Hat ein paar leichte Aromen entwickelt. Das Aroma der Chilisauce ist schön in den Reis auch übergegangen. So haben wir ein einheitliches Geschmacksgesamtbild. Und zuletzt unser Grünzeug.
wunderbar leicht nussiges Aroma, hat dazu diesen Rauch-Salz-Aroma des Kasslers wunderbar aufgenommen. Der Kassler selbst, der mit drin ist, den habe ich ein bisschen zerkleinert, nachdem es fertig war. Der zerfällt auf der Zunge, ist nicht überkocht. Sehr gut. Zu guter Letzt natürlich unser Kornbrot. Schön saftig, fluffig, aromatisch, nicht zu süß. Das ist wichtig. Es gibt viele Maisbrotrezepte, die sind mit Zucker. Nein, in den Südstaaten macht man keinen Zucker in den Teig. Das ist eher so ein Nordstaaten-Ding. Man kann zwar ein, zwei Löffel vielleicht machen, das macht nicht sehr viel aus. Ich empfehle euch aber immer eher die Südstaaten-Variante zu nehmen, weil wir wollen ja auch nicht zu viel Zucker, wir wollen nicht zu viel Süße drin haben. Damit sage ich auf Wiedersehen, euer Star Smoothie meldet sich in 2 Wochen wieder mit der andorianischen Kohlsuppe, die nachgefragt wurde.